Süden der USA. Vielerorts scheint die Zeit hier stehen geblieben. Manches erinnert noch an Onkel Toms Hütte. Mit Bürgerkrieg und Sklavenbefreiung ging aber auch in Alabama vor 120 Jahren diese Epoche zu Ende. Städte wie Chattanooga, Montgomery und Huntsville schienen für alle Zeit in Vergessenheit geraten und der Rückständigkeit verfallen zu sein. Heute ist Huntsville in aller Welt wieder ein Begriff. Anteil daran hat eine Gruppe deutscher Wissenschaftler und Techniker, die es nach dem Zweiten Weltkrieg hierher verschlagen hat. Ihre Arbeit in der neuen Welt galt einer Technologie des 20. Jahrhunderts. Um ihren Beitrag zur Raumfahrt und Raketentechnik zu dokumentieren, fuhren wir nach Huntsville. Erster Eindruck: eine typische amerikanische Mittelstadt. Aber Huntsville hat auch noch ein anderes Gesicht. Im heute unter Denkmalschutz stehenden Bezirk Twickenham findet man die prunkvollen Häuser der Baumwollfürsten. In manchen Hintergärten stehen noch die Hütten ihrer Negersklaven. Neben alteingesessenen Familien wohnen heute hier auch Führungskräfte der großen Industriefirmen, die die Raketenentwicklung nach Huntsville gebracht hat. Für die damals noch verschlafene Südstaatenstadt wurde der 15. April 1950 zu einem entscheidenden Datum. Die amerikanische Armee verlegte ihre deutschen Raketenexperten und damit ihre Raketenentwicklung von Fort Bliss nach Huntsville. Das verhalf der Stadt zu einem neuen Wirtschaftsaufschwung und prägte ihr heutiges Bild. Sogar das Civic Center mitten in der Stadt mit Sportarena, Theater, Fest- und Konferenzsälen trägt den Namen des deutschen Raketenpioniers Werner von Braun. Für eine amerikanische Stadt ist das gewiss keine Selbstverständlichkeit. Aber es war nicht allein Werner von Braun. Mit ihm traf eine Mannschaft hochkarätiger deutscher Experten ein. Einer von ihnen war Walter Wiesmann. Herr Wiesmann, wie kamen Sie in diese Stadt? Ich bin 1950 mit der ehemaligen Peenemünde Raketengruppe nach Huntsville gekommen, weil um die Zeit das amerikanische Heer die Raketenprojekte hier zusammenlegte. Welche Bedeutung hatte diese deutsche Gruppe für die Entwicklung der Stadt? Ich glaube, sowohl technisch als beruflich als kulturell waren wir sozusagen die erste Welle von ungewöhnlichen Menschen, ungewöhnlich in Bezug auf die Geografie des Landes und ähnliche Dinge, die hier vielleicht diesen Umschwung in diesen letzten 35 Jahren verursacht hat. An Umschwung dachte damals noch keiner. Für die Deutschen ging es um einen neuen Anfang. Was an Heimat fehlte, versuchte man hier nachzubauen. Äußerlich ist das Earl Heidelberg wohl nicht ganz gelungen. Dafür herrscht innen deutsche Gemütlichkeit. Die schätzen die deutschen Raketenexperten immer noch. Sie haben hier ihren Stammtisch. Heute ist er für ein Gespräch mit uns besetzt. Die hier sitzen, haben die Raketenentwicklung von den ersten Anfängen bis zu der erfolgreichen Mondlandung nicht nur miterlebt, sondern in leitenden Funktionen getragen. Der Weltraum war noch weit entfernt, als man in den 30er Jahren hier am Schwielosee erste Raketenantriebe erprobte. Professor Hermann Obert, zweiter von links, hatte der Entwicklung die entscheidenden Impulse gegeben. Der junge Mann rechts sollte für das Raketenzeitalter jedoch noch größere Bedeutung gewinnen. Werner von Braun. Nichts aber geht ohne Geld. Die jungen Idealisten erfuhren bald, dass ihr Raketenprojekt sich nur finanzieren ließ, wenn ein militärischer Nutzen in Aussicht stand. Das machte ihnen schon vor der NS-Zeit die Reichswehr schnell klar. Sie stellte für die Raketenentwicklung das Geld und einen ihrer fähigsten Offiziere, den späteren General Walter Dornberger, zur Verfügung. Walter Dornberger hatte nach meinem Dafürhalten den Auftrag vom Waffenamt, diese Gruppen zu sichten
auszusortieren und die richtigen Leute dabei rauszuziehen. Was er auch getan hatte. Ja. Er hatte viele Versuche in Reinickendorf, ja, zusammen mit seinem Chef Oberst Becker sehen können und hatte daraufhin auch den jungen Werner von Braun herausgezogen, im Heereswaffenamt eingestellt und dann später in Kummersdorf als Versuchsleiter eingesetzt. Ich kann mal sagen, wie jung Werner von Braun war damals. Er war Student und war 19 Jahre alt. Aber er hat so herausgestochen, sodass Dornberger, er war sein erster Mitarbeiter im Heereswaffenamt. Und damit fing die Sache an. Mit der Idee, wir müssen den Versailler Vertrag umgehen, der dem deutschen Heer keine weitragenden Geschütze erlaubte, sah in der Flüssigkeitsrakete eine Möglichkeit, diesen Vertragsteil zu umgehen. Was hier in Peenemünde 1942 für den Start vorbereitet wurde, war das Endprodukt einer Entwicklung, die 1929 von der damaligen Reichswehr begonnen worden war. Weiterentwicklung von Flüssigkeitsraketen. Wie wir in Peenemünde anfingen, 1937, war ich der Stellvertreter vom Chefingenieur. Und zwar für die Hauptgruppe A, Raketen. Und es kam daher, dass durch den Versailler Vertrag Deutschland keine Kanonen bauen durfte von der Reichweite. Und somit hatte man die gute Chance, mit Raketen weiterzuführen. Ja. Die Entwicklung verlief keineswegs so glatt, wie es sich die Generalität erhofft hatte. Es gab viele Verzögerungen und auch Misserfolge. Die Raketentechniker selbst waren trotz aller Schwierigkeiten vom Gelingen ihres Projekts überzeugt. Für die Leute, die an der Rakete gearbeitet haben, gab es wenige, die zweifelten, das Programm durchzuführen. Die Zweifel gingen nur über die Zeit. In welcher Zeit ist es möglich, über die Schwierigkeiten, die nun mal da waren, man arbeitet mit flüssigem Sauerstoff mit minus 183 Grad Temperaturen und man war nicht gewohnt, mit derart kalten Temperaturen zu arbeiten. Man musste Materialien suchen. Dichtungsmaterialien, zum Beispiel an einem Sauerstoffventil, die lange Zeit in Anspruch nahmen, bis sie so funktionierten, dass man sie wiederholt benutzen konnte. Hätte eine frühere Entwicklung der V2 den Krieg entscheiden können? Unter den Bedingungen, die wir vom Jahr 41, 42 an hatten, mit Amerika und Russland im Krieg, hätte die V2 den Krieg nicht entscheiden können. Meiner Ansicht nach. Wann hat man in Peenemünde gewusst, dass man sich umorientieren muss, dass der Krieg verloren geht? Wir beobachteten ja, dass die Russen immer näher kamen. So wurde also schon rechtzeitig, nachdem wir eigentlich die Verlagerung anfingen, daran geplant. Als wir dann die ersten russischen Kanonen hörten, wurde ernst und alles Personal wurde in verschiedene Gruppen aufgeteilt, Berufsgruppen aufgeteilt und über ganz Deutschland, Mitteldeutschland und Süddeutschland verteilt. Wir waren mit dem Prüffeld nach Leesten in Thüringen verlagert worden und hatten Pläne gemacht, wie wir das Leesten, das Prüffeld weiter ausbauen für Entwicklungen. Diese Entwicklungen kosten natürlich Geld. Und um dieses Geld bewilligen zu lassen, mussten wir nach Berlin. Und in Berlin hört man uns sehr geduldig an und hat uns dann gesagt, plant ihr mal ruhig bis zum Ende durch. Ich habe damals die Frage gestellt, steht es so schlecht? Und da wurde mir gesagt, es steht noch schlechter. Das war im November 1944. Ich selbst wurde mit meiner Organisation nach Haienrode versetzt. Zwischendurch wurde ich nachts um einen aus dem Bett geholt, zusammen mit Dieter Hutzel zum Dr. von Braun gefahren, um General Dornberger, um den Auftrag zu bekommen und auch durchzuführen,
etwa 4 Tonnen von den V2-Unterlagen sicherzustellen und diese in einem Bergwerk im Harz einzusprengen, was auch dann durchgeführt wurde. Am nächsten Nachmittag, nicht wahr, kamen die ersten amerikanischen Panzer da durchgefahren. Es passierte weiter gar nichts, geschossen wurde dann nicht mehr. Aus dem ersten Panzer praktisch stieg ein amerikanischer Offizier aus, fragte Leute, die da in meistens Ledermänteln rumliefen, sind Sie von Peenemünde, sprach Deutsch. Ja. Wir haben gesagt, ja, wir sind von Peenemünde. Ja, sagen Sie den allen, die sollen hier bleiben, es kommt noch einer, wir wollen mit Ihnen reden. Daraufhin haben wir gesagt, ja, ja, wir sind ja hier, wir können ja gar nicht weglaufen. Es kam dann als nächstes nicht ein Amerikaner, sondern ein Engländer, ein Captain, wie hieß der wieder, Conroy, ich weiß den Namen noch. Und dieser Captain, der hatte dann eine Liste und fragte, wo ist Dr. von Braun? Der stand auch auf der Liste. Da haben wir gesagt, der ist nicht hier, der ist im Oberjoch, der hat sich das Schlüsselbein gebrochen und ist dort im Krankenhaus, ja, war also die Hälfte im Gips. Nachdem wir dann in Garmisch-Partenkirchen waren und in anderen Stellen unsere Leute hatten, begannen die ersten Unterhaltungen zwischen General Dornberger, Dr. von Braun und amerikanischen Offizieren über die Zusammenstellung einer Liste von Männern, die man gerne nach Amerika übersiedeln wollte, um die Raketenarbeiten dort weiter fortzuführen. Die ersten, die rübergingen, die ersten 120, die gingen auf Dienstreise nach Amerika und wurden mit $6 am Tag bezahlt. Und das ist alles, was das Heereswaffenamt das amerikanische Heereswaffenamt zu der Zeit aufbringen konnte. Aber Sie waren keine Kriegsgefangenen? Wir waren keine Kriegsgefangenen. Jeder ging von sich selbst aus. Er wurde gefragt, er konnte das ablehnen. Es war keiner gezwungen, nach Amerika zu gehen. Sie haben sich für Amerika entschieden. Wie beurteilen Sie heute Ihre Entscheidung? Ich glaube, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Die Amerikaner wussten sehr wohl, was ein solcher Vorsprung an Technologie für ihre eigene Waffenentwicklung bedeuten würde. Die V2 hatte sich schließlich in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs als verheerende Fernwaffe gegen London erwiesen. Aber nicht nur das Wissen der Raketenexperten, sondern auch Konstruktionspläne und sogar ganze Raketen fielen bei Kriegsende den Alliierten in die Hände. Mit dem Zusammenbruch des Dritten Reiches war in Deutschland auch für die Raketenentwicklung das Ende gekommen. Deshalb entschied sich manch ein Peenemünder für das Angebot aus den USA. Unter ihnen Erich Neubert. Herr Dr. Neubert, Sie haben sich nach Peenemünde auch für Amerika entschieden. Was waren Ihre Gründe? Die Gründe waren, dass ich eine Chance hatte oder eine Gelegenheit hatte, mit der alten Gruppe weiterhin zu arbeiten. Und in zweiter Linie natürlich auch materielle Gründe. Keine Arbeit, keine Wohnung und kein Einkommen. Wie sahen Sie damals die Zukunft der Raketenentwicklung? Die meisten von uns waren davon überzeugt, dass diese Entwicklung nicht aufzuhalten war in zwei Richtungen. Erstens als Ersatz für die Fernflugzeuge, die ja natürlich immer größeren Gefahren durch Abschuss ausgesetzt waren. Und zweitens war das der erste Schritt für die Raumfahrt. Aber dann kam der russische Sputnik. Ein amerikanisches Weltraumprojekt war gescheitert. Die Peenemünder bekamen ihre Chance. Die hiesige Gruppe hatte bereits das Redstone vorbereitet für einen Schuss, für einen Satelliten. Und er war auch ausprobiert worden im Jahre 57 als eine dreistufige Rakete mit einem Fernschuss von etwa 3000 Meilen über den Atlantik. Ein lang gehegter Traum konnte damit in Erfüllung gehen. Der Weltraum stand den deutschen Raketenpionieren offen. In Huntsville entstanden riesige Raketenteststände.
Begonnen hatte es ganz anders am Poor-Mans-Teststand 1951. Für die US-Armee waren die Deutschen Waffenschmiede, wie zuvor im ehemaligen Deutschen Reich. Nachdem die Amerikaner festgestellt haben, der ewige Friede ist nicht ausgebrochen, sollte ein neues Missile entwickelt werden. Und das konnte man in Fort Bliss nicht machen, sondern es musste irgendwo anders gemacht werden. Wussten Sie damals schon, dass die Raketen, die hier nach den Prinzipien der V2 entwickelt wurden, eines Tages Atomsprengköpfe transportieren würden? Das konnte man damals noch nicht so klar absehen. Die Entfernung, die man brauchte, benötigte, und die Gewichte, die man damals hatte, zum Beispiel für das Redstone, das ursprüngliche Gewicht war 6.500 Pfund. Das war das Gewicht der Atombombe zu dieser Zeit, und es wurde uns eine Entfernung angegeben, ich glaube, es waren damals 200 Meilen Reichweite. Und im Lauf der Zeit hat dann das Militär weitergedacht und kam dann auf größere Entfernungen, und das Gewicht der Atombombe wurde auch erheblich erleichtert im Laufe der Zeit, denn das war ja auch eine Entwicklung. Wann beschloss man, Raketen in den Weltraum zu schicken? Das Militär in Deutschland, wie das Militär hier, waren ausgesprochen dagegen, zu dieser Zeit in dieser Richtung zu denken. Und die Möglichkeit, das zu verwirklichen, kam auf mit dem neuen Präsidenten Kennedy. Wir wurden dann gefragt, was kostet das? Und da wir keinerlei Pläne hatten, konnten wir nur raten. Nicht schätzen, sondern nur raten. Und wir kamen damals an 10 Milliarden. Und der Topmann von NASA hatte gesagt, das glaube ich euch nicht. Und er ging zum Kongress und hatte gesagt, 20 Milliarden. Und es kostete 24. Ohne die Begeisterung der Menschen dieses Landes wären Weltraumfahrt und Mondlandungen nicht zu finanzieren. Dieser Enthusiasmus hat in den USA nun schon Tradition. Ein Beispiel ist das Interesse, das der Informationsstand der Von Braun Astronomical Society unter jungen Menschen findet. Aber wo stehen heute die deutschen Raketenpioniere? Offiziell sind sie längst amerikanische Staatsbürger. Von ihrem Deutschtum blieb bei den einen mehr, bei den anderen weniger erkennbar. Ihre Beziehungen zur alten Heimat sind mit der Zeit spärlicher geworden. Sie sprechen wenig darüber, schon gar nicht vor der Kamera. Integrationsschwierigkeiten gab es für sie kaum. Wie allen anderen, die je kamen, hat es das Land ihnen leicht gemacht. Es fordert weder ideologische Bekenntnisse noch die Aufgabe von Volkstum und Eigenart. Diese Toleranz hat hier seit Jahrhunderten Tradition wie der Square Dance. Das dürfte die Peenemünder am meisten überrascht haben, als sie vor fast 40 Jahren aus dem nationalistisch aufgeputschten und dann am Boden zerstörten Europa in das südstaatliche Idyll von Huntsville, Alabama kamen. In der neuen Welt sind sie heute gut etabliert. Aus dem anfangs 6 Dollar Tagessold wurden gute Gehälter, Einkünfte, Pensionen und wohl auch Vermögen. Wer zum Beispiel die Steuerung der Raketen bis zur Zielgenauigkeit von Mondlandungen entwickeln und perfektionieren konnte, ist selbstverständlich auch als NASA-Pensionär, heute noch ein international anerkannter und hochdotierter Fachberater, wie Dr. Walter Häusermann. Ich war schon immer an Regelungsproblemen interessiert und ich fand dieses Regelungsproblem an der Rakete als eines der interessantesten. Diese Probleme reizten mich und ich hatte die Hoffnung, ich kann an derartigen Problemen hier in Amerika weiterarbeiten. Diese Hoffnung wurde ja auch nicht enttäuscht. Nein, bestimmt nicht. Auch der erste elektronische Rechner, ein Vorläufer des Computers, wurde schon 1942 in Peenemünde konstruiert, um die Probleme der Raketensteuerung zu bewältigen. Der Rechner war weiter gar nichts, nicht wahr, als zunächst mal ein elektrisches Modell der ganzen Angelegenheit. Ein Modell ist, wie man auf Deutsch sagt, ein Analogon. Und daraus hat sich später das Wort Analogrechner entwickelt. Oder wie man auf Deutsch sagt, Analogcomputer. Ja. Dieser Analogrechner wurde 1942 in Peenemünde entwickelt. Man hat einen von diesen Rechnern sogar mit nach Amerika gebracht und hat ihn hier weiter benutzt. Zum Beispiel am Anfang der Saturn-Entwicklung wurde er benutzt in Dr. Walter Häusermanns Labor, wurde der dann sozusagen ausgepackt und weiterverwendet. Und jetzt muss ja eine Möglichkeit gefunden werden,
um für größere Reichweiten, vor allem um in den Raum zu gehen, eine höhere Genauigkeit zu erreichen. Genauigkeiten bis zu 3 Größenordnungen mehr als das, was ursprünglich vorhanden war. Dazu griffen wir auf ein Prinzip, das schon in Deutschland verfolgt worden war. Der Kreisel wurde als Beschleunigungsmesser verwendet mit einer etwa 3 bis 4 Größenordnungen höheren Genauigkeit, als was damals bekannt war. Diese Entwicklung wurde hier gemacht, aber die Basis war durch die deutsche Entwicklung gegeben. Die Steuerung der Rakete besteht eigentlich aus 2 Teilen. Erstmal aus der Kurssteuerung, um die Rakete auf dem richtigen Kurs zu halten, welches mit Kreiseln gemacht wird. Und dann die Fernsteuerung der Rakete, die dazu dient, die Windabdrift und die seitliche Bewegung des Schwerpunktes zu korrigieren. Die Steuerung beeinflusste Strahlruder in der Rakete. Man brauchte Strahlruder, die im Feuerstrahl drin waren und die Rakete dann drehen konnten. Und man brauchte Luftruder, die die Sache noch unterstützten und auch dann noch wirkten, wenn der Feuerstrahl aus war. Die Entwicklung für die Reise zum Mond hat all die Möglichkeiten schon erforscht und verwirklicht, um in den Weltenraum zu kommen. Was darüber hinaus nötig ist, sind dann noch Korrekturen, ähnlich wie die Korrekturen, die auf dem Wege zum Mond noch eingeführt worden sind. Die Größe der Saturn, die für das Apollo-Programm entwickelt wurde, stellte auch für die Triebwerksentwicklung neue Aufgaben. Wenn diese Antriebe hier auf den Prüfständen erprobt wurden, ließen sie in Huntsville die Erde beben. Hinzu kamen auch ganz neue Sicherheitsprobleme. Denn diese Saturn V sollte Menschen zum Mond bringen. Einer der dafür Verantwortlichen war der Triebwerksfachmann Konrad Dannenberg. Beim Saturn ist der Druck etwa 6-mal so groß wie im V2, beim Space Shuttle beinahe 10-mal so groß. Und das ist ein erheblicher Vorteil. Die Maschine selber ist nicht viel größer als das V2. Sie wiegt ein bisschen mehr, aber sie gibt, wie gesagt, mit dem größeren Druck auch etwa 6-mal oder 10-mal so viel Schub. Und das ist einer der Hauptprobleme. Und wenn dieser Schub immer noch nicht ausreicht, dann hatten wir inzwischen auch gelernt, mehrere Maschinen zur gleichen Zeit zu benutzen. Wie die 5 Maschinen am Ende des Saturn V. Dieselbe Anordnung ist in der 2. Stufe. Und Sie wissen ja sicher, dass beim Saturn I und Saturn Ib sogar 8 Maschinen benutzt wurden. Die Sternstunde Ihrer Tätigkeit ist sicherlich die Landung auf dem Mond gewesen. Eindeutig. War damit für die deutschen Raketenexperten in Huntsville alles vorbei? Well, wir hatten natürlich erheblich größere Pläne im Sinn. Es war ein Nova-Gerät unter Studie, was viel größer gewesen wäre noch als der Saturn V. Und eins der Pläne, die Dr. von Braun und viele Mitglieder der Gruppe immer hatten, war natürlich eine Mars-Mission. Ich bin sogar gar nicht mal so fest davon überzeugt, dass die Russen das nicht im Plan haben. Sie wissen sicher, dass die Russen ein verhältnismäßig großes Gerät bauen. Ich glaube nicht, dass sie das nur bauen, um doch mal auf den Mond zu fliegen, sondern ich bin überzeugt, die haben Pläne wie eine Mars-Mission. Bringen Raketen den Menschen neuen Hoffnungen oder werden wir uns damit vernichten? Ich meine, die Rakete oder das Vehikel, Space Vehikel, kann für die Menschheit Gutes bringen, wenn man den Nuklear-Einsatz von Raketen vollkommen weglässt. Im Augenblick sind es 8 Länder, die die Atombombe haben. In weiteren 10 Jahren werden es vielleicht 20 sein, vielleicht noch mehr. Irgendein Verrückter ist natürlich in der Lage, etwas anzustellen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich an eine Entwicklung denke, jetzt im Raum, wenn ich also im schwerelosen Raum zum Beispiel mich mit Legierungen beschäftige, so ist es durchaus möglich, einen Stahl rauszubringen, der die Festigkeit 100-mal oder vielleicht sogar 1000-mal so hoch hat wie die Stähle von heute. Am 16. Juli 1969 startete eine Saturn V-Rakete in den Raum.
Vier Tage später landeten Neil Armstrong und Edwin Aldrin als erste Menschen auf dem Mond. Ein alter Menschheitstraum war in Erfüllung gegangen und dem Fortschritt eine neue Dimension eröffnet. Daran hatten die Deutschen von Huntsville wesentlichen Anteil. Alljährlich treffen sie sich im Alabama Space and Rocket Center, wo alle Raketensysteme ausgestellt sind, die sie entwickelt haben. Die Missile Oldtimers werden von ihren Nachfolgern bei der NASA und führenden Offizieren der US-Armee und Luftwaffe über die Entwicklung weiter unterrichtet. Das ist mehr als ein Dabeisein. Es dient auch dem Erfahrungsaustausch. Viele von ihnen sind immer noch als Berater der Raumfahrtindustrie und in Raumfahrtsforschungszentren tätig. Die Würdigung, die ihre Tätigkeit auf der abendlichen Festveranstaltung durch General Barclay erfährt, zeigt, welches Ansehen die Deutschen von Huntsville hier genießen. You're the kind of people with a sense of mission we need again. You worked until the job was done, necessary to break the boundaries of technology and extend the environs of mankind. Von den 120 Raketenfachleuten, die von Deutschland herüberkamen, leben heute noch 45 mit ihren Familien in Huntsville. Manche sind abgewandert, einige auch zurück nach Deutschland. Alt geworden, in Pension gegangen, sind sie mit ihren amerikanischen Kollegen, mit denen sie hier auch zusammen feiern. Heute gibt es noch einen besonderen Grund, denn Dr. Eberhard Rees, der Nachfolger Werner von Brauns, wird 75 Jahre alt. Thank you so much. Die Stadt Huntsville nimmt das zum Anlass, seinen Geburtstag zum Eberhard Rees-Tag zu erklären. I met Mr. Charles Stone only tonight, but I knew his father Roy Stone. Es ist spät geworden. Draußen scheint der Mond so hell, als habe er sich für ihre Feier extra herausgeputzt. Für die Deutschen ging eine Epoche zu Ende, als sie ihn erreichten. Was ihnen blieb, ist das Zusammengehörigkeitsgefühl und eine fast lebenslange Verbundenheit, um die sie mancher beneiden könnte. Und noch auf lange Zeit wird auch die Technik, die sie schufen, die einzig mögliche sein, um den Weltraum zu erobern. Ja. Die Ausfahrt ist ja dann vorbei. Das müsste aber auch.